Hallo ihr Lieben, ich bin Andy Edition und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr den Katalysator für die neue Exosniper Wispern des Wurms bekommen und leveln könnt. Außerdem gibt es ein Rätsel, das zu einem Bauplan für ein neues exotisches Raumschiff führt. Das zeige ich euch auch noch. Falls ihr zum ersten Mal von dieser neuen exotischen Sniper hört, dann schaut euch das Video rechts oben in der Infokarte an. Dort findet ihr einen Guide, wie ihr an die Waffe rankommt. Nachdem ihr die geheime Mission auf Io abschließt und die Sniper bekommt, könnt ihr auf der Map die heroische Version dieser Mission auswählen und starten. Sobald ihr auch die heroische Version abschließt, droppt der Katalysator für die Sniper. Die Mission unterscheidet sich nur vom Power-Level der Gegner, die sind dieses Mal etwas härter. Um den Katalysator nun zu leveln, müsst ihr faulige Essenzen sammeln, bis ihr 100% erreicht habt. 24% bekommt ihr, wenn ihr diese Mission wieder abschließt. Und das nur einmal in der Woche pro Account. Es bringt euch also leider nichts, die Waffe auf einen anderen Char zu übertragen und die Mission wieder zu laufen. Weitere 12% von der Essenz könnt ihr sammeln, indem ihr 5 Kisten findet, die in der Mission versteckt sind. Somit schaffen wir es am Ende der ersten Woche, den Katalysator zu 36% fertigzustellen. Jetzt heißt es abwarten bis zum nächsten Reset. Diese versteckten Kisten, die ich gerade erwähnt habe, braucht ihr auch, um die Blaupause für das exotische Raumschiff zu erhalten. Ich zeige euch gleich den Standort der Kisten, aber vorher eine wichtige Info. Um das Orakelrätsel zum Schluss lösen zu können, müsst ihr in einem Run alle Kisten sammeln und das Rätsel mit den Orakeln abschließen. Es bringt euch nichts, wenn ihr die Kisten einsammelt und dann erst nächstes Mal zu den Orakeln geht. Ihr müsst also alle Kisten in einem Run öffnen, dass alle 7 Orakel zum Schluss erscheinen. So, jetzt zeige ich euch im Schnelldurchlauf alle Kisten und wir hören uns gleich wieder. Nachdem ihr alle 5 Kisten geholt habt, stellt ihr euch auf dieses Portal und wartet kurz ab.
Jetzt erscheinen gelbe Orakel. Die müsst ihr in einer speziellen Reihenfolge abschießen, sobald alle 7 Stück aufleuchten. Ich nummeriere euch die Orakel von links nach rechts durch. Orakel 1 ist ganz links, Orakel 7 ist ganz rechts. Sobald die erste Runde beginnt und alle aufleuchten, müsst ihr die Orakel in dieser speziellen Reihenfolge abschießen. In der zweiten Runde müsst ihr diese Reihenfolge beachten. Und in der dritten und letzten Runde müsst ihr diese Reihenfolge beachten. Glückwunsch, ihr habt das Rätsel nun gelöst. Ihr bekommt nun aus dieser Kiste die Blaupause für das exotische Schiff. Und wie kann man nun die Blaupause fertigstellen? Ganz einfach. Ihr müsst wieder die Mission Das Wispern spielen. Die könnt ihr im Kartenmenü von IO auswählen. Jede Woche wird es höchstwahrscheinlich einen anderen Elementarmodifikator geben. Also einfach 3 Wochen hintereinander die Mission Das Wispern spielen. Ich bin auch gespannt, ob das Schiff dann wirklich besonders wird und wie es aussehen wird. Das Bild von der Blaupause ähnelt auf jeden Fall dem Oryx-Schiff, den man im Königsfall-Raid aus Destiny 1 bekommen hat. Falls ihr Mitspieler für die Mission sucht oder einfach Spieler für gewisse Aktivitäten wie Raid oder so, dann schaut bei mir in der Videobeschreibung rein oder unten in den Kommentaren. Ich verlinke euch den Discord-Server von mir und meinen Clan. In der Spielersuche gibt es jeden Tag Spieler, die andere für Aktivitäten suchen. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr auf Spielersuche seid. So, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Andy Edition is back.